Vor ein paar Tagen habe ich den Nokia 5110 Bildschirm in Verbindung mit einem Arduino vorgestellt. Und hier stelle ich nun den 2,8 Zoll TFT Touchscreen und seine Bibliotheken vor. Beim Produkt handelt es sich um ein Arduino Shield. Der Bildschirm wird also direkt auf einen Arduino Uno aufgesteckt. Ich kann den Shield auch direkt auf einen Arduino Mega 2560 aufstecken und brauche keine weiteren Verbindungen mehr. Mein Exemplar habe ich wieder für wenig Geld bei Banggood gekauft. Ich hatte es noch für einen Preis unter 10 Dollar bekommen. Nun ist der Preis etwas gestiegen, aber nach meiner Meinung immer noch in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier die technischen Daten dazu. Moniert wurde des Öfteren, dass Banggood keine Bibliotheken oder Anleitungen liefert. Das stimmt nicht. Auf der Webseite des Produktes sind die Links vorhanden. Man muss allerdings etwas genauer hinschauen. Ich habe aber noch einmal das ganze Paket zum Download bereitgestellt. In der Videobeschreibung unten habe ich den Link dazu angegeben. Es geht nun ganz einfach. Zuerst werden die heruntergeladenen Bibliotheken eingebunden. Und zwar sind das vier Bibliotheken: Adafruit GFX, Adafruit TFT LCD, MCU Friend, KBV und Touchscreen. Ich kopiere dazu einfach die Ordner in das Bibliotheksverzeichnis auf dem Rechner. Und wenn alles richtig läuft, sind dann die neuen Bibliotheken auch schon im Arduino-Editor eingebunden. Es werden im Internet verschiedene modifizierte Bibliotheken angeboten. Nicht alle funktionieren mit dem Banggood-Produkt und so kann man einige Beispielscripts nicht so einfach ausführen. Das hat etwas mit Adress- und PIN-Zuordnung sowie der Treiber-ID zu tun. Da sollte man dann etwas genauer hinschauen. Damit man nun mit dem Touchscreen richtig arbeiten kann, sollte der Bildschirm erst einmal kalibriert werden. Nun gibt es dazu im Internet einige Videos und Skripts, die aber leider oft bei meinem Produkt nicht funktionieren. Ich benutze deshalb das Programm von Edugates TV, das ist einfach und problemlos zu benutzen. Auch den Link zu diesem Skript gibt es in der Videobeschreibung unten. Ich führe den Stift links oben in die Ecke des Bildes. Im seriellen Monitor bekomme ich dann die benötigten Informationen zu Max X und Max Y. Dann richte ich den Stift auf die untere rechte Ecke und erhalte Min X und Min Y. Diese Werte notiere ich mir und kann sie dann in die entsprechenden Skripts eintragen. Nun mache ich das bei dem Arduino-Skript für das kleine Malprogramm. Ich ändere hier die Werte der Kalibrierung und starte es auf einem Arduino Uno.
Mit einem Klick auf die Farben kann ich diese auswählen und damit arbeiten. Der Touchscreen-Schild enthält auch einen Slot für eine MicroSD-Karte. Damit kann man dann ohne viel Aufwand BMP-Grafiken auf dem Bildschirm ausgeben. Da der Arduino Mega andere SPI-Zuordnungen hat, funktioniert dieses Programm nicht auf dem Mega. Dann noch einige weitere Grafikdemos für den Touchscreen. Für diesen gibt es verschiedene Bibliotheken und Applikationen im Netz. Schauen Sie sich diese Programme näher an, es wird Ihnen sicher Spaß machen. Genauso wie mir.
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch und abonnieren meinen Kanal. Tschüss und Salü aus dem Saarland.